Deus lo vult. Das waren die entscheidenden Worte von Papst Urban II. Beim Zweiten Konzil von Clermont 1095. Das heilige Land aus den Händen der ungläubigen Hunde zu befreien, war Urbans Ziel. Die Belohnung, Vergebung der Sünden und Reichtümer für die Kreuzfahrer, die 4 Jahre später Jerusalem erobern sollten. Doch war das wirklich seine Intention gewesen? Was waren seine Beweggründe? Wirklich der Wille Gottes? Das können wir gleich hier beantworten. Nein. Die Hintergründe sind zwar sehr vielschichtig, aber vor allem wirtschaftlicher und politischer Natur. 1073 wurde Jerusalem von den Seldschuken erobert. Die christlichen Pilgerorte waren unter der Herrschaft dieser türkischen Fürstendynastie gar nicht mehr oder nur gegen einen sehr hohen Geldbetrag zu erreichen. Das verschlechterte zum einen das Geschäft mit den Pilgern für die katholische Kirche. Zum anderen versprach eine katholische Eroberung der heiligen Städte Prestige für den Papst und auch einen enormen wirtschaftlichen Gewinn. Durch das Aufzeigen eines äußeren Feindes hoffte Urban außerdem wahrscheinlich die Streitigkeiten unter den Christen beizulegen. Etwas, was ihm nicht gelang. Aber immerhin folgten viele jüngere Söhne von Grafen und Fürsten dem Aufruf, weil sie in ihrer Heimat kein Land geerbt hätten, aber dieses Land natürlich bei Eroberungszügen ihnen versprochen werden konnte. Ob hinter Papst Urbans Aufruf wirklich die Absicht steckte, das Heilige Land erobern zu wollen, ist in der Wissenschaft umstritten. Von Jerusalem unter päpstlicher Herrschaft mag Urban zwar geträumt haben, aber in seiner Rede sprach er eigentlich nie über diese Stadt. Wahrscheinlicher ist es, dass er dem Oströmischen Reich helfen wollte. Das Römische Reich war seit dem großen Schisma 1054 geteilt in West- und Oströmisches Reich. Alexius I., Herrscher von Konstantinopel, hatte Papst Urban 1095 um Hilfe gebeten, da auch seine Ländereien von den Seldschuken bedroht wurden. Als Gegenleistung für die Hilfe versprach er ihm wieder eine Annäherung der beiden Kirchen. Wahrscheinlich hoffte Urban sogar, aufgrund der Verbesserung der Beziehung, die beiden Reiche und die Kirchen wieder vereinen zu können, unter möglichst seiner geistlichen Herrschaft. Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass die Eroberung Jerusalem durch den ersten Kreuzzug vor allem politische und wirtschaftliche Gründe hatte. Auch dass Jerusalem von vornherein das oberste Ziel war, wird in Historikerkreisen stark bezweifelt. Ein Kampf ausschließlich um den wahren Glauben kann jedoch ausgeschlossen werden. Der Papst bediente sich vielmehr der wirtschaftlichen Gier des Adels und dem von der katholischen Kirche ausgelösten Fanatismus der damaligen Christen, denen der Zugang zum Himmel versprochen wurde und versprochen wurde, der Hölle zu entgehen. Hat euch das Video gefallen, dann lasst uns ein Like da. Stellt mal ein paar Fragen über historische Hintergründe oder Fakten und Fiktion in der Bibel. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, hier an selber Stelle.